Wir gehen direkt wieder rein. Gothic 2, freut mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ist eigentlich 17.30 Uhr eine gute Zeit? Ich finde, das ist so... Na, wenn ihr einen 9-to-5-Job habt, dann kommt ihr da gerade von der Arbeit. Je nachdem halt, ne? Ob ihr... Wie ihr nach Hause kommt, wie schnell ihr nach Hause kommt. Ich habe gelogen. Wir gehen auch hier zu Silvestros Mine. Silvestro. Komm, triff ihn. Jetzt aber. Jetzt. Und jetzt. Paladin. Ein Stängel Sumpfkraut. Die Paladine, die alten Kiffer. So kennt man sie. Knochen eines Skeletts. Knochen eines Skeletts. Hier liegen halt auch Skelette, als wären hunderte Ritter mit dabei gewesen. Hallo? Schmeckt's? Wir hätten vorher noch zu Gestort gehen können. Oh shit. Kommt der her? Den treffen wir nicht. Okay, da sind einige. Gut, dass die sich immer gegenseitig fressen. Komm schon! Jetzt triff ihn! Oh, geht doch. Meine Fresse her. Ja, wir hätten erst noch Crawler-Platten nehmen lernen sollen. Moment, wir haben ja Licht. Ja, eigentlich schon schwach. Also, wenn ich mir überlege, wie wir hier durchgehen. Komm schon. Oh shit. Oh shit. Okay. Alles halb so wild. Keine Minecrawler-Königin. Nur normale Eier. Hauptsache in dem Ei war ein Feuersturm drin. Waldbären. Waldbären, alte Münze. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Es hing wieder. Edles Langschwert. Das war auch ganz schön geil eigentlich, oder? Ah, ne. Doch nicht. Ich habe mich geirrt. Wir können kein Erz hacken. Schade. Das wäre eigentlich cool, wenn man Erz hacken könnte.
die von Gilbert. War hier nicht immer Silvestro gelegen? Mit einer Notiz? Liegt er da drunter? Ah ja, da. Lass mich zu holen. Silvestro ausrauben. Okay. Der hat nämlich die Notiz dabei, dass hier Mindcrawler sind. Was ein bisschen obvious ist, wenn man herkommt, aber... Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schürferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König Silvestro. Ah, scheiße gelaufen. Jetzt ist er tot, unser Silvestro. Wir fressen gleich mal die Waldbären. Und ein paar Butlerfleisch hinterher. Dunkelpilze. Man kann ja nie genug Mana haben, ne? Gucken mal, ob das mit unserer Nagelkeule was gibt. Oh shit. Steh auf! Das war gar nicht schlecht. Das macht halt überhaupt keinen Schaden, aber immer noch genug Schaden. Nee, komm, steck das Ding weg. Ich weiß, ich wollte eigentlich zu Xardas Turm. Da sollten wir auch hingehen. Es wird ja sonst nicht besser. Aber das wollte ich einfach probieren. Das hat gut funktioniert. Da ist noch eine Pflanze. Ich sehe sie genau. Heilkräuter. Feuerkraut. Nah dran. Verwandlung Lurker. Da oben sind auf jeden Fall Goblins. Und ein Feldknöterich. Nee, pack das Ding weg. Doch eh nicht damit umgehen. Och komm schon, Held.
keine Viecher. Hier waren doch Viecher. Vielleicht auch nicht. Ring der Geschicklichkeit. Wir wären immer noch Kämpfer. Ein Geschick fehlt. Aber wir sind Level up, wir können zu Diego gehen. Ja, dann macht das eigentlich wenig Sinn. Ja, mit den Feuerwaren müssen wir uns noch nicht anlegen. Das gibt eh nichts. Die machen schon... Die sind schon gut stabil. Können wir hier reinspringen? Ich glaube ja. Oh shit. Vielleicht auch nicht. Wir sind nicht weit genug gesprungen. Ist okay, wir laufen drum rum. Kein Problem. Den Weg nicht mehr gibt, finde ich komisch. Ist doch hier der Pfad der Prüfungen. War hier irgendwas? Oh. Voll erschrocken. Und dann ist es eine Blutfliege. Goblinbären vielleicht? Ja, nein, da kommt er nicht hoch. Und da erst recht nicht. Okay, gehen wir zu Fayette. Und danach zu Diego. Ich habe gerade im Augenwinkel gedacht, ich habe eine Pflanze erspäht, aber ich glaube, das war gar keine. Oh shit. So war das gar nicht. Naja. Was machst du hier? Ich bin Kundschafter. Ich ziehe durch die Gegend. Aber die ganzen Snapper haben es mir nicht einfach gemacht. Ist eine gute Zeit, um sich ein paar Trophäen an Land zu ziehen. Vorausgesetzt, man versteht was davon. Kannst du mir das beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du den Biestern die Krallen rausziehst, wenn sie tot sind. Ja, was kostet das? Zeig mir, wie ich Krallen ziehe. Wichtig ist, dass du die Krallen mit einem Ruck entfernst, nicht lange rumzögern oder mit einer Klinge stochern. Auf diese Weise kannst du nicht nur Snappern, sondern auch Waranen und Schattenläufern die Krallen abziehen. Drei Lernpunkte. Oh, eher nett. Hey, du. Was willst du von mir? Ich werde nirgendwo hingehen. Entspann dich, Kollege. Ruhig. Niemand will, dass du irgendwo hingehst. Innos sei Dank.
Weißt du, in den letzten Tagen haben immer wieder Männer das Lager verlassen. Von denen ist keiner wiedergekommen. Die wurden alle von den Snappern gefressen, aber ich nicht. Ich werde hier einfach so lange hacken, bis alles vorbei ist. Mach du mal. Komm schon, Erzbrocken, Erzbrocken. Schade. Geht's dir gut? Die Snapper sind da draußen. Kannst du sie riechen? Ich rieche sie. Inosa mit dir. Bringst du Nachrichten aus der Burg? Kommt bald Verstärkung? Ich bin nicht hier, um Nachricht zu bringen, sondern um welche abzuholen. Dann sprich mit Fayette. Er hat hier das Kommando. Aber wenn du Neuigkeiten aus der Burg hast, dann lass es mich wissen. Wegen der Neuigkeiten. Ja? Wie ist die Situation in der Burg? Die Orks halten ihre Belagerung aufrecht. Und sie ist nach wie vor den Angriffen der Drachen ausgeliefert. Verdammt. Hoffentlich werden die Jungs durchhalten. Pass auf. In der Burg sitzt ein Freund von mir. Er heißt Udar. Wir kennen uns schon sehr lange und haben manche Schlacht Seite an Seite geschlagen. Ich möchte, dass du ihm diesen Ring bringst. Er soll ihn für mich aufbewahren. Sag ihm, ich werde ihn abholen, wenn ich wieder zurück bin. Kein Problem. Wenn ich in die Burg komme, gebe ich den Ring Udar. Gut. Die Magie des Ringes wird Udar neue Kraft schenken. Und sag ihm, dass ich ihn mir wieder abholen werde. Gucken wir mal. Wie ist eure Situation hier? Wir sind umgeben von Monstern und haben kaum Erz zutage gefördert. Zudem haben wir viele gute Männer verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir geben nicht auf. Oh. War der gut? Oh ne, das ist ja sicher Crap. Und wo ist Gold? Hey, wo kommst du her? Bist du aus der Burg gekommen? Ja. Ja, ich komme aus der Burg. Warum? Wie ist denn die Lage dort? Nicht besser als hier. Die Orks sind noch da, wenn du das meinst. Verdammt. Nirgends ist man hier sicher. Ich sag dir was. Wenn ich nicht so viel Schiss hätte, würde ich einfach abhauen. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Schnauze. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Hört zu. Ich weiß nicht, warum Garond mir einen Söldner schickt, aber er wird einen Grund haben. Doch bevor ich dich zurückschicke, wirst du einen Auftrag für mich erledigen. Okay. Alles hat seinen Preis. Wenn du mich bezahlen kannst, überlege ich es mir. Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern Geschäfte zu machen. Ich hasse das Gefeilsche um einen besseren Preis. Aber als Zeichen meines guten Willens zahle ich dir 100 Goldstücke, wenn du für mich arbeitest. Haben wir eine Abmachung? Ja. Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Seht ihr sie? Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Vilgot? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Danke. Was weißt du über die Snapper? Warum willst du das wissen? Und erzähl mir nicht, du bist nur neugierig. Ich werde diese Snapper jagen. Das ist Wahnsinn. Ich habe sie beobachtet. Das sind blutrünstige Bestien. Ja, dann sag mir, was du über sie weißt. Ich könnte dir schon helfen, aber nur unter einer Bedingung. Was willst du? Wenn du es schaffst, die Snapper zu töten, dann musst du mich hier rausbringen. Okay. Ich halte das hier nicht länger aus. Hast du schon mal Fett gesprochen? Der Typ ist fertig.
Und ich will nicht so wie er werden. Dann lass es halt. Erzähl mir, was du weißt. Dann hole ich dich hier raus. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Also pass auf. Ich habe die Snapper schon eine ganze Weile beobachtet. Sie sind sehr gerissen und haben eine Art Verständigung. Sie gehen niemals alleine und greifen nur in Rudeln an. Aber da ist noch etwas. Unter ihnen ist eine Echse, die ist anders. Sie tritt selten in Erscheinung, aber ich habe sie gesehen. Die anderen Viecher erniedrigen sich vor ihr, wenn sie vorbeigeht. Aber halten Sie dabei immer im Blick. Keine Echse in Ihrer Nähe bewegt sich, wenn sie sich nicht bewegt. Wo finde ich dieses Mistvieh? Ich habe es beim Aufgang zu dem alten Wachturm gesehen. Gut, ich denke, ich habe verstanden. Danke. Denk dran. Du hast mir dein Wort gegeben. Ja. Klar. So, sind hier unten auch wieder Snapper? Einer. Komm! Gehen wir mal gucken, was der Rudelführer so kann. Ich weiß gar nicht, war der wirklich stärker? Ich glaube nicht so richtig. Den Zauber weg! Okay, nö, war er nicht. Krallen des Rudelführers. Jetzt noch die zwei Herrschaften hier oben. Weiß nicht, warum er da so Angst vor hat. Also, schau sich einer seine Rüstung an. Oh shit. Das war falsch, naja. Hey, du. Ich habe den Rudelführer erlegt. Gut. Ohne Anführer sind sie nur halb so gefährlich. Ich denke, jetzt werden sie uns nicht mehr angreifen. Hier ist dein Gold, wie abgemacht. Wir gucken mal kurz, was wir kriegen, wenn wir sagen, wir haben alle Snapper erledigt. Hey! Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Dein Gold hast du dir verdient. Hier sind 100 Goldstücke, wie abgemacht. Ja, okay. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher Gibt gefördert habt. Richte Garand aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Okay. Und tschüss. Wir gehen jetzt zu Diego und lernen Geschick. Und dann mit dem Ring der Geschicklichkeit. Katsching! Neuer Bogen. Hey! Kannst du mir was bei... Klar! Du
Du hast schon etwas... Was mir gerade auffällt ist... Aber das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Hey, du! Kannst du mir... Klar! Ja, mach keinen Du hast Unterschied. Schon etwas... Ab 60 kostet es ja 3 pro... Okay, wir müssen den anderen Ring anziehen. Bogen. Ja, schon nochmal. Ein Upgrade. Jetzt müssen wir nur irgendwas finden, wo wir den testen können. Aber nicht an den Orks. Wobei wir das auch mal machen können. Mal gucken, was da jetzt so möglich ist. Da sind Warane. Stimmt, hier sind nur im ersten Teil Orks. Ja, vorhin 4 Schüsse, jetzt 2. Das summiert sich schon auf. Kann man nichts sagen. Ach komm schon. Lauf nicht weg. Olaf. Wieder ein bisschen neuer Schmutz. Naja, besser als nix. Ja, Heilung brauchen wir erstmal nicht. Wieder Orks. Ich würde sagen, wir gehen ab in die Burg. Meine Meinung will ja keiner hören. Gehen kurz bei Garon abgeben. Einmal pennen. Ich kann es nicht glauben. Der arme Kerl kann einem leid tun. Und dann fragen wir nochmal Geralt, was da so geht. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So? 2 Kisten? Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Ja, dann geh doch selber hin. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Dann halt nicht. Wegen Silvestres Schirfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schirfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Okay.
Kann man hier was mitgehen lassen oder hatten wir das schon mitgehen lassen? Meinst du, mir geht es besser? Da kann man nichts mitgehen lassen, okay. Also, einmal kurz pennen. Das ist doch schon lange bekannt. Hoppala. Ja, steht mal auf. Ah, verdammt, was ist los? Ich brauch mal kurz dein Bett. Hey! Du sollst aufstehen. Kann das nicht glauben. Der arme Kerl kann einem leid tun. Und er kann einem leid tun. Ich kann das nicht glauben, die Finger. Hat Gorm die Nachricht bekommen? Ich hätte ja, ich soll dir was von ihm ausrichten. Und? Es liegt am Südtor. Hat er noch was gesagt? Nein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Weißt du, was es bedeutet? Vielleicht. Aber du solltest nicht weiter darüber nachdenken. Ist wahrscheinlich besser. Ich habe so einiges gehört. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Gehen wir mal Milton fragen. Wir lesen erstmal seinen Buchständer. Ach, er liest nur die Karte. Haben wir das gelesen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Es sagt mir auf jeden Fall was. Jetzt, wo ist Milton? Hey, du. Ich habe Antwort von Gorm. Er sagt, das Gold sei am Südtor. Ehemaliges Südtor, wolltest du sagen. Der Drache hat alles in Schutt und Asche gelegt. Wie komme ich dahin? Das ist nahe der Orkramme. Rechts davon war das Südtor. Es wird nicht leicht werden, also halt den Kopf unten und beeil dich. Das machen wir noch. Sagt Milton was, wenn wir ihn beklauen? Ich glaube nicht. Ich kann es nicht glauben. Das holen wir eben noch. Lederbeutel. Ja, Schnauze da hinten. Heute ein paar Minuten länger. Uda, du kriegst noch den Ring. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Alter, ich hab vier Stück davon. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Gucken mal, was in Gorns Lederbeutel drin ist. Olafs Beutel. Wo ist er denn? Da. 250 Gold. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Glaubst du wirklich daran? Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich habe so einiges gehört. Ich wäre mir da nicht so sicher. Glaubst du wirklich?
Glaubst du wirklich? Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garon. Ich weiß gar nicht, warum er Ich bin so schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich habe mir das schon gedacht. Es gibt doch noch mehr. So, wie es hier aber weitergeht, gibt's in der nächsten Folge. Ich wünsche euch wie immer noch einen wundervollen Tag. Freut mich, wenn es euch gefreut hat, wenn ich halt die Klappe. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.